Herzlich willkommen, Clicker Hero. Bitte in die Mitte, danke schön. So, Clicker Hero. Folge 55, 45. Weg hier, danke schön. So, wir tun haben, gehen weiter. Den Boss ist eine Leichtigkeit. Leider kein Hero, kein Primal Boss, schade eigentlich. Bam. So. Ja, ich habe die hier mal alle ein bisschen hochgelevelt. Wir können auch mal die ganzen anderen hier hochleveln. Fällt mir gerade mal so auf. Fuck. Dass wir immer so lange brauchen, bis sie updaten hier. Arschlöcher. Na gut. So, naja, nee, das lohnt sich nicht. Die machen immer noch Comp Damage. Hat mal 1%. Gut, okay, ja, dann würde ich mal sagen, wir versuchen mal noch den nächsten Boss zu erledigen und hoffen, dass er ein Primal Boss ist. Und machen dann eine Ascension. Siehst du, wie ist eigentlich. Achso, gut, okay, können wir noch gar nicht einsehen. Schade eigentlich. So, weil das hier wird mir einfach alles zu teuer. Ich meine, ich weiß nicht wie viel, aber das sind alles gerade mal 32, ja. Und selbst die hier würden gerade mal 34 bringen. Und wir brauchen aber für den Typen hier 35. Das ist. Achso, gut, ich bin ja natürlich hier so. 33. Na gut, dann geht das tatsächlich sogar. Würde aber noch 2 Stunden dauern. Ich collecte das alles hier mal. Bam. Hä? Oh, ich war auf dem falschen. Eben 1,40. War gerade Wunder. Wollte ich gerade fragen, wieso klappt das auf einmal? Aber eben. Es ist ja 1,40, von daher viel zu teuer. Und dementsprechend, ja. Lohnt es sich nicht darauf zu warten. Ich hoffe halt nur, dass der nächste Boss. Achso, den nächsten. Haben wir schon geschafft. Haben wir was bekommen? Ich weiß gerade gar nicht. Mist. Also ein bisschen müssen wir was bekommen haben, weil an die Zahl 188 kann ich mich nicht erinnern. Da war davor noch 07 mit dabei, also haben wir wahrscheinlich was bekommen. So, gut, dann dürfte aber der nächste Boss auf jeden Fall kein Primal mehr sein. Ah. Ja, das ist hier leider alles für teuer. Ah, hier habe ich wieder Scheiße gebaut. Verfickter Ficky Fick Fick. Ich hasse dich so sehr. Na gut. Weil eben ab Level 200 bringen wir noch alle 200 Level, alle 25 Level was. Von daher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt warten soll. Der nächste Boss wird definitiv kein Primal sein. Weil da gerade eben war ich schon Primal. Oder ich habe mich echt verguckt und wir haben das schon die ganze Zeit. Das weiß ich gerade nicht mehr. Vor allem, man kann ja im Nachhinein auch nicht angucken, ob es ein Primal war oder nicht, weil ich steht da hier nirgendwo. Von daher, ja, wenn man das verpasst, dann weiß man es im Nachhinein nicht mehr. Das ist natürlich Bullshit. Aber gut, auf jeden Fall plus 188, plus 188 Hero Souls, das ist, ach du Scheiße. Das geht schon mal. Das ist gut. Das ist noch besser. So. Ach komm. Ist ja bloß noch hier. Wir machen noch. Ich versuche nur bis Level, also bis zum nächsten Boss-Hätchen zu kommen und dann mal gucken. Hoffentlich ist ein Primal. Wenn nicht, raste ich aus, aber nämlich das ganze Warten jetzt gerade umsonst, das hätte man schon längst finden können. Perfekter Ficky Fick Fick. Schau, gucken wir mal, ob wir bei der nächsten Ascension echt so weit kommen, dass wir uns hier diesen Dark Knight holen können. Dread Knight. Dark Knight. So, auf die Plätze, fertig. Boom, Headshot, Kill Screen. Es ist kein Primal Boss. Ach, leck mich doch. Leck mich.
So, okay. Wir haben 188, 193 jetzt insgesamt. Das lohnt sich doch schon fast. Können wir den schon mal auf Level 10 bieten? Und schon wird es abgesucht teuer. So, Summon Ascent, den da, accept. Können wir schon mal die ganzen holen, die wir dann später für. Warum ordnet der die hier automatisch ein? Bei der mobilen Version, da sind die genau in der Reihenfolge, wie ich sie kaufe. Da kann ich die richtig schön sortieren. Aber hier, da ordnet der die immer noch in einer anderen Reihenfolge ein. Ist der behindert? Gut. Ja, wir haben ihn auf Level 10. So, dann gucken wir mal, wie lange, wie weit wir hier schon mal. Das wird aber auch extrem teuer. 150% fürs nächste Level. Oh Gott. Dann war der dreifache Hero Souls. Na gut, das lohnt sich ja. Es lohnt sich ja, sag ich jetzt mal. Achso, ja, hier komm. Da war schon wieder auf mein Zelt verschwendet, danke dafür. So. Boah, wir gerade mal zwei. Ach, Herr Menehan. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir bleiben jetzt gleich mal im 25er-Schritt-Modus. Na komm. Dankeschön. Hä? Oh, Alter, ich krieg ne Macke. Alter, wer erfindet denn so einen Scheißdreck? Bei sowas lernt man diese mobile diese Browser-Version echt zu hassen. Ich dachte mal, wenn die Dinger hier wieder hell werden, kann ich direkt 25 Level kaufen, weil bei der mobilen Version ist das so. Wie gesagt, da kannst du den Schalter wirklich erst dann drücken, wenn du halt alle hast, die du hier ausgewählt hast, sprich also jetzt 25. Aber eben, bei der Browser-Version kannst du ja praktisch so schon drücken, sobald du einen einzigen kaufen kannst. Das ist natürlich schön irritierend. Ich hasse euch alle so sehr. Arschlöcher. Bam. So, jetzt. Danke. Muss ich mal auf die Schrift achten, Alter. Gibt's doch gar nicht. So. Buy available upgrades. Yay. So. Ach, was, wir bleiben. Wir bleiben einfach im Vorstoßmodus. So. So. Betty, der Klicker oder die Klickerin. Wobei Betty Klicker klingt ja wie als wenn sie eine Betty Klickerin wäre. Heißt also wie als wenn sie eine Person wäre, die eine Betty klickt. Weil sonst müsste ich den Betty, The Klicker oder einfach gut, Betty, Klicker würde auch ganz stark abgekürzt funktionieren, aber Betty Klicker ist ja eigentlich. Ist ja so wie wenn man sagt, ein Dosenöffner. Ne? Es ist ja auch nicht, dass das eine Dose ist, die offen ist, sondern dass es ein Werkzeug ist, um eine Dose zu öffnen. Also wie hier. Das ist eine Frau, um eine Betty zu klicken. Betty-Klicker. Schon seltsam. Schon echt ein bisschen seltsam. Muss man mal so zugeben, wie es ist, ne?
Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 0,1%, ne? Ja, 0,1% gerade mal. Wir haben also jetzt 100% Zuwachs gerade mal. 160, 167, 168%, 169%, 178%. Ich meine, es geht, ja, kann man machen, aber man merkt, es ist halt noch wenig. Wird nur leider dauern, bis wir endlich mal extrem viele Hero Souls bekommen. Von daher bleibt uns dann nichts anderes als stupide zu warten, bis der Arzt kommt. So, gucken wir mal, was hier bereits upgraden, upleveln kann. Ach, das war's auch schon. Bom, danke. Vielleicht kommen wir wieder in den 30er-Bereich, das heißt also die Level, wo es damit einmal drastisch schwerer wird mit den Bossen. Schau mal, wie viel kann das bis dahin Hero Leon leisten? Ah, sieht gut aus. Jawoll. Sehr schön. So, bei Betteklicker lohnt es sich mal ein bisschen aufzuleveln, wenn wir es. Also machen wir mal auf Level 10 hier, bam. Wo sie bringt ja alle voran. Ist halt das Schöne bei ihr. Deswegen gerade Betteklicker und später König Midias oder King Midias, die lohnt sich halt tatsächlich ein bisschen hochzuleveln, vielleicht von Anfang an hochzuleveln. Weil die halt entweder DPS drastisch erhöhen oder das, was man an Gold bekommt, drastisch erhöhen. Das geht schon, das kann man machen, ne? So. Kalika Stone. Gleich mal 3 Level hier. Jetzt gleich mal 2 Level auf Level 3. Level 4, yay. Na, The Great Falls schaffen wir wahrscheinlich. Obwohl doch, die könnten wir. Nee, nee. Ist das 2,5 E6, wenn wir gerade mal E5. Obwohl, wir haben jetzt eine Kiste. Mal gucken, wie viel die uns die Oh doch, okay, kannst du das vielleicht doch schaffen. Müssen wir aber jetzt erstmal idle. Aber wir könnten es tatsächlich schaffen. Jawoll! Bam! Dann schaffen wir den Boss auch. Mitklingen. So, Level 30 hätten wir schon mal. Sehr schön. Damit kommen wir langsam in den mittleren Bereich, wo es dann anfängt, schwieriger zu werden. Oh, wir haben schon fast die Hälfte aller Awards. Aber nein. Es wird halt immer, es ist halt wie so ein Windows-Fortschrittsbalken. Die ersten 80% gehen, dann ab 90% wird langsam langsamer. Und für die letzten 1% braucht Windows dann immer 3 Jahre. Egal was. Selbst wenn du einfach nur eine Datei löscht. 3 Jahre. Ist so. Einfach festgesetzt. Und wenn du drückst abbrechen, dann brauchst du nochmal 4 Jahre zusätzlich. Zu den 3 Jahren. Die brechen nicht ab, sondern, ne, kommt doch drauf. Aber gut, lass uns mal lieber nicht wieder darüber reden. So. Ja, die hier bringen leider absolut gar nichts. Wir haben noch. Schicken die mal noch ein Level, damit die bei dir auf dem gleichen Level sind.
Ansonsten lasse ich die, weil die bringen ja selber auch ein bisschen Plus, ne? 80, wow. Bonus. 80,000000000000021%. Ja, diese 2,1 hinten ist exorbitant wichtig. Ja? Und wehe einer Runde diese Zahl. Dann gibt es Tröscher. Das könnte aber wissen. Das könnte aber wissen, könnte das. Okay, lassen wir das. Ist schon wieder alles hier so sinnfrei. Wir können Alexa ein bisschen leveln. Sehr schön. Alexa ist auch die Schnäpfe, die uns dann später hier diesen einen Skill gibt. Genau, das hier mit dem Lucky Strike. Lucky Strike? Genau, Lucky Strikes. Achso, jetzt ist ein bisschen noch Level. Wobei, jetzt muss ich mittlerweile kommen noch. Ja, was ich mal. Ich spare lieber hier auf Luckys, auf Alexa. Ist es so wie hier, ne? Alexa, Ninja Master. Ne? Und nicht einfach so wie hier Betty Klicker. Ach ja. Wahrscheinlich haben sie bei ihr einfach das Komma vergessen oder so. Kann ja mal passieren. So, jetzt haben wir noch einen Boss vor uns. Den schaffen wir aber nicht, wie es aussieht. Fuck, fuck. Nee, ich glaube, den schaffen wir nicht. Selbst mit Klicken schaffen wir den nicht. Schade eigentlich. Wie wir jetzt schon hängen, ist ja Bullshit. Müssen wir noch ein bisschen sparen. So wie Hans sparen. %. Halleluja. Vor allem der Balken geht hier so schön hoch, schön schnell runter, aber für den Boss reicht es trotzdem nicht. Das ist irgendwie ein bisschen, also hier ist immer so ein extremer Sprung drin. So, könnte jetzt aber eigentlich schon fast reichen, oder? Ich probiere mal kurz. Ja, das sieht gut aus. Brauche ich auch, glaube ich, nicht helfen. Nee, brauche ich nicht. Sehr schön. Gallomato. Bomben weg ist er. Sehr schön. So muss das sein. Naja, wir haben mittlerweile noch 600% plus. Das geht tatsächlich. Das kann man so machen. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile die siebenfache Stärke. Allein durch diesen Rollerball. Jojo, nicht Rollerball. Rollerball ist was anderes. Was war noch Rollerball nochmal? Rollerball waren noch diese komischen Deos, die oben diese Kugel drauf haben, ne? Also, heutzutage kennt die ja keiner mehr. Früher hat man ja, also heutzutage nutzt ja jeder diese Sprays, Deo-Spray, aber früher nutzen auch ältere, also Erwachsene sehr gerne, sind halt so eine kleinen Dinger, da ist oben so eine Plastikkugel drauf und das ist praktisch dieses Deo-Gel drinne. Wenn du dann halt drüber fährst, dreht sich die Kugel, also praktisch wie so eine überdimensionale Kugelschreibermine. Das ist ja auch voll eine Kugel, die sich dreht und die Tinte praktisch rauslässt. Und genauso funktionieren auch diese Deos. Du schreibst quasi auf deinem Arm mit einem ganz, ganz großen Kugelschreiber. Witzige Vorstellung. Ja, und übrigens mir ist auch aufgefallen, warum diese Zahl immer nicht hinhaut. Also mir ist schon länger aufgefallen, aber jetzt fällt es mir gerade ein, das zu erzählen. Diese Zahl hier, warum die nicht immer so anwächst, wie ich das berechne, liegt ganz einfach deswegen, er zählt diese Zahl nur hoch, wenn er wirklich auf ein Monster klickt, weil nur die wirklichen Monsterklicks gezählt werden, also als Kombo-Bild. Wenn aber die Monster extrem schnell durchswappen, weil ich Insta-Kill habe, dann ist die meiste Zeit da kein Monster da, weil ist eine halbe Sekunde Überblend-Animation, dann erst kommt das nächste Monster, ich klicke ein paar Mal rauf, dann verschwindet es wieder. Ist wieder eine halbe Sekunde Animation,
Und während dieser Animation klickt er halt nicht wirklich. Also nicht so, dass er hier mitzählt. Und dementsprechend, umso schneller die Monster kommen, also umso kürzer die Monster überleben quasi, desto langsamer zählt er quasi hoch. Und gerade wenn du die ganze Zeit mit Insta-Kill machst, dann zählt der Counter verglichen mit normal relativ langsam hoch. Und dementsprechend kann das auch, oder dementsprechend ist das der Grund, weswegen diese Berechnungen mit 10 Klicks pro Sekunde hochgerechnet auf eine Viertelstunde halt nicht funktionieren. Sondern dass dann halt auf lange Zeit immer ein bisschen weniger ist. Ist halt nur ein bisschen, aber ist halt so. So, Natalie, können wir uns mal hier leveln? Können wir gleich noch Level gedehnen hier? Haben wir schon wieder gepennt. So, da können wir uns den nächsten Boss gleich, obwohl könnte sein, dass wir den noch nicht schaffen. Bin ich mal gespannt. Weil der Balken geht relativ langsam runter. Ja, nee, das wird nichts. Das wird gar nichts. Müssen wir noch ein bisschen idle, noch ein bisschen sparen. Auf mindestens Level 5 will ich die bringen. Boah, wieder Mercedes. Ich glaube, Mercedes werden wir noch nicht brauchen, aber Natalie auf Level 5 sollten wir schon haben. Damit wir die nächste Bossin da ordentlich, oder den nächsten Boss, mal ordentlich in den Boss treten können. So richtig Boss-like. Okay, gucken wir mal hier oben, was wir hier oben alles so machen können. Danke, 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 danke. Hey, warum ist der Level? Ach ja, weil ich habe ja schon auf Level 10 hat. Hallo. Ey, das ist voll Bullshit. Das muss ich mal auf Level 50 schießen. So, schön Damage pro Sekunde. Das bringt auch ordentlich. Das nicht mehr. Achso, erhöht den Click Damage. Wäre auch ganz geil. So, wo ist Klüngel nicht mit dir? Haben wir den noch gar nicht? Ne, haben wir noch gar nicht. Der kommt erst noch. Lol. Gut. Dann heiße das. Warte, meine Stimme gibt schon wieder auf hier. So, mal alles Level 25. Bringt bisschen teuer. Danke. So, jetzt können wir den Boss tatsächlich schon schaffen. Ah, sieht doch gut aus. Siehst du, hier diese Betty, diese Klicker, das macht schon Unterschied. Hatten wir ja letztens sogar durchgerechnet, da kamen wir auf knapp 2, ne? Wenn man die alle hier zusammenrechnet. Oder kann man da auf mehr als 2? Wie sieht jetzt gar nicht mehr. Nee, doch, doch, wir kamen auf mehr als 2. Wir kamen auf 2,5 oder sowas. Auf 2,5 oder auf 3? Irgendwas. Also knapp 2,5 oder 2, knapp 3. Irgendwie sowas habe ich im Gedächtnis. Dass wir das mal berechnet haben. Kann aber auf einer anderen Halle gewesen sein, weil es gibt ja noch andere, die uns hier hochprozenten. Ist das ein Wort, Prozenten? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch sowas von egal. So. Gut, dann steht jetzt als nächstes unser Mercedes an. Wie kann man eine Person so nennen, Alter? Mercedes ist so eine Beleidigung. Was ich gemacht habe von diesen typischen Karren, die keiner mag, habe ich tatsächlich die BMWs gemarkt. Also jetzt nicht die neueren, sondern die alten, diese richtig eckigen Mercedes. Die habe ich tatsächlich gemacht. So, weil man die wirklich optisch extrem geil tun konnte. Ne? Gerade wenn man jetzt so einen weißen Mercedes hatte, oder doch, so einen extrem weißen. Mit so matt-schwarzen eingesetzten Felgen oder sowas. Und dann auch so eine etwas schnittigere Karosse. Das sah richtig geil aus. Mit den heutigen Schlitten kannst du nichts mehr machen. Also egal ob Mercedes oder BMW oder was auch immer. Heutige Karren kann man halt einfach nicht mehr tunen. Sondern da brauchst du halt wirklich spezielle Waren, die du dann tunen kannst. Aber damals alte BMWs, die konntest du tatsächlich direkt von der Stange kaufen und dann optisch tatsächlich geil aufmotzen. Das war geil. Geht mit den heutigen Schüsseln leider nicht mehr. So, dann holen wir uns mal hier Mercedes. Und vielleicht den nächsten hinterher. Klar, den nächsten hinterher. Also den hier aufleveln. Dankeschön. So. Oh, wir sind ja gleich wieder beim Boss. Oh.
Beziehungsweise, wir sind beim Boss. Schaffen wir den? Doch, sieht gut aus, ne? Ja, doch, das sollte funktionieren. Doch, 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 das klappt wunderbar. Das klappt aber sowas von dir, ne? Das klappt aber, kriegst du aber, kriegst du, weiß nicht, was kriegst du denn da? Rabatt? Oha. 3 Sekunden übrig gehabt. Na, 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 das war ja nicht so gut. Aber egal, hauptsache gereicht. Mit dem Erlös konnten wir uns gleich 2 Level spendieren. Ist auch ganz geil. Bewegen wir uns schon auf Level 50 drauf zu. Ist doch auch krass. So. Was geht hier oben? Achso, ich drücke mal wieder hier. Boy, Available Upgrades. So, dann gucken wir mal hier, was hier abgeht. Danke. So, mal hier ordentlich mal ein bisschen was auf die Level drauf packen. Ja, das kriegen wir hier alles wunderbar hin. Wow, was ist denn mit beim Rechner los? Okay, was auch immer das gerade war. Ich hatte gerade einen extremen CPU-Ausschlag hier oben. Hier sieht man ja auch hier unten. Ah, hier unten. Das seht ihr unten gar nicht, aber hier oben sieht man es zumindest. Was war denn jetzt gerade los? Seltsam, seltsam, seltsam. Oder wie meine Mutter mal sagt, Salsa, Salsa, Salsa. So, ich bin wieder. Wow, das war gerade dumm. Ach Gott. So, wo ist denn jetzt König Medias? Keine Ahnung, kommt noch nicht. Gut, dann können wir mal wieder hier. Pop. Nein, pop, danke. Hier mal ein bisschen Level die Level. Oh, ist er schon. Oh, ist der Boss. Warum ist der Boss? Da, da. Okay. Hätten wir den auch geschafft. Sehr schön. Da, drum, da, da, drum. Dankeschön. Bob. Oh, da. Yeah. Und jetzt kommt Ballo, 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 Ballo. Jetzt kommt die Böller. So. Wer ist der nächste? Alexa hat war genau, das ist die Dame hier. Danke, danke. Danke. Reicht aber leider noch nicht ganz aus. So. EC. Gut, dann speichere ich lieber erstmal darauf. Vor allem, weil gleich der nächste Boss kommt. Na komm, geht doch. 34% der gesamten Angriffskraft. Das ist ja noch nicht so viel. Muss noch ein bisschen warten. Viele Rubine, 46 Grad mehr. Schade. Ich würde gerade überlegen, ob wir mittlerweile, weil die nächste Transzendent dauert noch eine ganze Weile. Weil man sieht, allein für die nächste Transcendent Soul, Ascendant Souls, brauchen wir 222 Hero Souls. Das heißt, damit sich das überhaupt lohnt, ja? Also damit sich eine Transcendent überhaupt lohnt, sollten wir schon so, naja, ich sag mal so mindestens 40, 50, eigentlich sogar noch mehr Ascendant Souls bekommen. Aber um die zu bekommen, brauchen wir noch so apostrophisch viele Hero Souls und das ist so apostrophisch langsam, dass wir da noch ein bisschen brauchen werden, bis wir die nächste Transcension machen.
Danke dafür. Oh, von daher werden wir uns erst alle, also erstmal hier auf, ne, Level konzentrieren, auf Hero Souls bekommen, konzentrieren. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Dementsprechend werden wir hiervon tatsächlich vielleicht schon relativ schnell wieder an die 100 rankommen. Und wenn wir das tun, ach so, siehst du, wir brauchen hier für 150. Stimmt, der wird immer teurer. Fuck. Also das praktisch, ich den wieder anstrebe, hat mich den Vorteil, dass wenn wir zwei haben, kann ich einen hier rauf lassen und den anderen dann auf den letzten Helden. Und dann kann er praktisch den Helden immer weiter automatisch hochleveln. Ja, was natürlich geil ist, so muss ich halt selber immer mal vorbeischauen und dann manuell hochleveln. Oder aber wir spielen halt, wenn wir es passiv spielen, dann reicht der einer aus, weil dann kann der ja hier auch alleine drauf liegen, ohne dass hier was gemacht wird. Aber wir spielen halt derzeit aktiv und nicht passiv, von daher bräuchten wir, um sowas zu machen, halt zwei. Deswegen, und ganz ehrlich, zwei Autoklicker zu haben, ist jetzt nicht so verkehrt. Kann man mal machen. Goddammit. So. Wir könnten noch mal auf ihn hier sparen. Das geht tatsächlich auch. Der ist zwar ganz schön teuer, aber es lohnt sich langsam. Und mal gucken, ob wir jetzt schon den Boss schaffen. Nee, ne? Ah, doch, schaffen macht der schon. Da kriegen wir nämlich so viel Cash, da sollten wir uns den leisten können. Den Sir Georg, der zweite und dritte. Und vier oder fünf und sechste. Ach Mann, ist das teuer hier. Ah, gleich geschafft. Noch zwei. Noch einer. Hieronimo. Bumm, Headshot, Clean Screen. So, okay. Gucken wir mal wieder ein bisschen weiter. Was können wir hier oben machen? Wir können zum Beispiel hier alle auf Level 25 bringen. Dann können wir die oberen hier schon auf die entsprechend höheren Level leveln. Von Alexa, damit wir endlich mal diese Funktion hier bekommen. Oder die Fähigkeit. Das wäre mir tatsächlich ganz lieb. Wie viel brauchen wir das? 1,5 E. Ach, locker, haben wir doch schon. Papp, easy. So, jetzt müssen wir nur noch hier warten, bis wir wieder 1,2 E11 haben. Habe ich was gesagt? Okay, geil. Damit ist der nächste Boss also auch schon Geschichte. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ich level doch erstmal. Ach, da kommt König Midias. King Midias. Leveln wir erstmal den hier hoch. Ist jetzt wahrscheinlich am klügsten, sag ich jetzt mal, ne? Kommt von klug sein. Also das, was ich nicht supporte. Ich hasse kluge Menschen. Das ist immer Streber. So, mal sauberes Level hier. Level 7, Alter. Wer macht denn so einen Scheiß? So. Na komm. Gut, ich sollte vielleicht jetzt. Das lohnt sich aber nicht wirklich für den. Jetzt doch schon Lucky Strike einsetzen, ist ein bisschen overpowered. Ich weiß ja nicht. Nee, ich spare lieber noch ein bisschen. Jetzt schon Lucky Strike einzusetzen, wäre echt ein bisschen. Da können wir einfach ein bisschen warten. Was ist hier los? Mann, nee, leck mich. Arschloch. So. Können wir schon. So, dann können wir jetzt tatsächlich nochmal den Boss hier versuchen. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon viel besser aus. Oder auch nicht. Obwohl, doch, könnten wir was schaffen. Mal gucken. Doch, das schaffen wir. Das sieht gut aus. So. Da kommen wir rein.
So, dann gucken wir mal hier oben. 2, 3, 4. Hallo. Perfekt. So. Gut, das geht nicht mehr, aber hier geht's. Yay, damit kommen wir endlich mal in den Bereich von König Midias. Uhu. Nein! Boah. Ich werde doch hier auch warten. Brauchen wir noch ein ganzes Stück. Gut. Genau, doch, die haben wir schon. Genau. Das war ja das mit der Fähigkeit hier. Ja, dann ist das König Midias tatsächlich der nächste, der wichtig wäre, den hochzuleveln. Damit wir schön viel Gold bekommen. So, Level 3, 65 sollte man auch möglichst easy schaffen. Gucken. Also jetzt natürlich nicht, klar, aber jetzt sieht es schon anders aus. Ja, wobei doch noch nicht so ganz. Muss noch ein bisschen hochleveln. Aber bis zum König, also Quatsch. Bis zum Boss haben wir noch ein bisschen. Und bis dahin haben wir König Midias mindestens so weit, dass er den Boss hoffentlich auch gut erlegen kann. Und selbst wenn nicht, haben wir ja dann wieder Demon-Fähigkeiten hier. So, Level 64. Wuhu. Ich habe mich mal gespannt, ob wir bis zum Boss noch ein drittes Level schaffen. Sieht aber nicht gut aus. Scheiße. Obwohl, doch, das geht. Das geht, das ist kein Problem. Ich hab doch studiert. Ihr weißt doch, was geht. Ach, leck mich doch im Arsch. So. Eine Biene! Ach, schlacht sie! Macht sie tot! Bumm. Okay, der König kann kommen. Sollte man schaffen. Oder auch nicht. Ja, eigentlich habe ich mir die Skills hier aufgespart, beziehungsweise nicht aufgespart, aber die haben halt so lange gebraucht, bis der Boss. Also leckt mich am Arsch. Ja. So, schaffen wir wieder den hier gleich auf Level 5 anzuheben, oder? Jawohl. Nee, weil ist immer so ganz witzig, wenn man so einen Boss schafft, dann reicht das meistens für genau 2 Levels von dem letzten Helden. Ist immer ganz witzig. So, dann haben wir gleich Nee, ich hab keinen Bock mehr. Diesen Namen werde ich nicht vorlesen. Und ihr weiß gerade nicht, wo ich ihn gezeigt habe. Ha, ihr Noobs. Ich meine, den kriegen wir die erst. Spaß. Ja. Warum flackert das hier schon wieder? Weil immer diese Flash gibt, die rumflackern. So, 3E3 haben wir bald zusammen. Dauert noch ein kleines bisschen. Ah, doch, dauert noch ein bisschen. Lala. Sieht total komisch aus, die Sonnenmaske da. Naja, was weiß. So. Alter, dort, ich noch eine ganze. Obwohl, ach Quatsch, nee, ich schon wieder. Haben wir gleich zusammen. Haben wir gleich geschafft. Yay. So, mal gucken, ob wir was genau. Aber das wird ein bisschen dauern. Haben wir noch irgendwas, was dem Allgemeinen wohl gut tut? Nee, ne? Nee. Ah. Egal, ich muss trotzdem mal ein bisschen hochleveln hier. Dann.
Halt, das da. Alles nicht so pralle. Das hier geht tatsächlich. Das ist. Wir hatten die nächste Fähigkeit. Nee, Quatsch, nicht du. Ach so. Die kommen alle erst hier weiter unten. Aber dann brauchen wir noch ein bisschen, bis wir den uns leisten können. Müssen wir erstmal warten, dass wir hier noch von vier noch ein paar Levels bekommen. Weil so wie das jetzt aussieht, schaffen wir den nächsten Boss noch nicht. Außer natürlich mit Skill, klar. Aber ich versuche ja immer ohne Skill. Wäre halt schon ganz geil, wenn wir den schaffen würden. So. Ist da was eigentlich, wenn wir hier sowieso gerade. Obwohl, nee, dann hat man mich wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ich wollte mich gerade die Dinger hier aktivieren. Aber erstens kommt ja immer das gleiche Lied immer wieder. Und zweitens kann man hier halt die Lautstärke einstellen. Ne? Das müsste ich dann irgendwann über meinen Systemregler machen. Und darauf habe ich keinen Bock. Und es hat gerade schon wieder geflackert. Ich hasse das. Warum flackert dieses Game? Soll das was über seinen geistigen Zustand aussagen oder was? Oh Gott, das schaffen wir nie im Leben. Ah, gut. Dann tut doch so ein bisschen hier, ne? Ich mach mal hier ein bisschen Highspeed. Perfekt. Dankeschön. Ah, der Boss war doch schon eine wesentlich härtere Nuss, als ich dachte. So, dann kommen wir endlich mal in den Abaddon-Bereich. Ja, irgendwie schaffen wir es gerade echt pro Boss einen neuen Helden hier zu leveln bis Level 5. Das ist tatsächlich geil. Das gefällt mir. So, sehr schön, sehr schön. Aber dann kostet 3. Oh Gott, das. Warum ist hier so teuer der Arsch? Das gefällt mir nicht. So, hier kommen wir auch erstmal nichts erwarten. Ne, jetzt alles Schwachsinn. So, das heißt, mal gucken, was wir hier oben. Ne, hier oben haben wir alles. Genau, doch, hier oben haben wir alles. Das heißt, es geht erst hier wieder weiter. Danke. Boom. Danke. Boom. Der nächste würde. Wie ist hier? Click Damage. Ah, das ist natürlich geil. Das gefällt mir, stimmt. Auf Click Damage müssen wir noch achten. Critical Hit. Achso, ja, ist die Fähigkeit. Ich schon wieder. Aha. Aha. Bam. Das ist auch geil. Aber das. Ach komm hier. Leck mich. So, das ist schon wieder zu teuer. Okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen unseren kritischen Hit aufgebaut. Ne? Ist ja auch immer ganz wichtig, damit die Werte hier stimmen. 6% gerade mal. Ist noch eher niedrig. Aber es kommt langsam. Es kommt langsam, aber sicher kommt es in die Startlöcher. Was wir auch immer da drin suchen, ich habe keine Ahnung. Aha, also langsam fängt es an, wieder langsamer zu werden. Ja, ich glaube, von denen schaffen wir nicht mal ein Level bis zum nächsten Boss. Das ist natürlich traurig. Das ist echt hart. Also das saugt gerade so ein bisschen. Alter, diese Pferde, die über. Ach, da steht das. Ah, genau. 80,0000. Oh Gott. Vor allem, ich weiß gar nicht, was die intern für eine Lip benutzen. Weil das alles hier dürfte nicht Floatpoint berechnet sein. Weil Floatpoint kann gar nicht mit so hohen Zahlen umgehen. Weil das geht ja teilweise bis E 200.000.
Also scheinen die hier, um sowas wie die Big Mouth lieb zu benutzen. Und die scheint wohl ein bisschen ungenau zu sein. Weil das erklärt nämlich genau diese komischen Zahlen da hinten. Ja, ja. So schnell kann es passieren. Gut, den haben wir gleich, den ersten Level haben wir gleich. Vielleicht schaffen wir es auch noch bis zum ersten Boss. Bis zum nächsten Boss, dass wir hier zumindest so zwei Level haben. Obwohl, wir sind gerade mal Level 73. Dann schaffen wir vielleicht doch mindestens drei Level von ihm. Das wäre ganz schickimicki. Bringt auch einen ordentlichen Boost. Oh ja, 40%. Das geht schon mal. Und bis zum nächsten Boss haben wir dann noch wieder diese beiden Fähigkeiten hier. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Zuwachs, was das angeht. So. Haben wir noch 12 Gegner vor uns. 11. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. 10. Oh. 9. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es wird. Oh. Okay, sehr gut jetzt. Ich würde mal sagen, nach dem Boss, wenn es denn noch träger wird, mache ich an der Stelle erstmal Feierabend. Haben wir ein gutes Stück jetzt schon geschafft. Sieht dann schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, mal gucken, was ich hier noch so machen kann. Ich habe weiter oben. Ah, ne. Ist alles noch ganz schön teuer. Da setze ich lieber darauf, den noch ein bisschen hochzuleveln. Bis der Boss kommt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber ganz ehrlich, der Balken geht so langsam runter. Ich weiß nicht, ob wir den nächsten Boss schon schaffen werden. Selbst mit den beiden zusammen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall schon mal das hier rausnehmen. Obwohl, wir haben noch zwei Gegner. Nee, wir haben gerade noch zwei Gegner. Das würde so nicht reichen. Doch, würde reichen. Was sag ich denn da? So, bumm, yay. Und jetzt geht. Oh Gott, ich glaube, das reicht nicht. Oder? Kann man immer so schwer einschätzen. Aber sieht tatsächlich schlecht aus. Muss ich schon wieder mitklicken hier? Oh. Thanks. Oh, thanks. Na dann, jetzt wird aber auf jeden Fall was hier. Oh, Match hat gelingt, wie man will. Blablabla. Hoha. Masu kostet natürlich gleich wieder eine ganze Schippe mehr. Mal so reinhauen müssen mit den Preisen, ey. Warum werden die immer teurer? Aber wir haben wieder genau einen Held pro einen Boss geschafft. Gut, jetzt kam der Fisch noch als Unterstützung. Aber dennoch. Das ist ein ganz anderer Scheiß hier. Das ist Schwachsinn, das ist auch Schwachsinn. Also die beiden Sachen bitte niemals holen, weil das kriegt ihr in-game super schnell, das kriegt ihr in-game auch super schnell. Das hier ist sowieso der größte Schwachsinn. Das beschleunigt euch viel, weil ich meine, ich weiß nicht, ob man das decken kann, ob man das immer wieder kaufen kann. Nee, kann man nur einmal kaufen. Hier, Receive Tufa, also auf Deutsch, erhält er einen Zweifach-Multiplizierer für all deinen Schaden für immer. Oh Gott. Das kann man. Ach so, pro Ascension einmal. Ja gut, wenn man jetzt lange wartet, dann. Vor allem wäre halt geil, wenn das wirklich praktisch dann immer so als Exponent, also praktisch einmal kaufen euch das um. Also verdoppelt es. Dann beim nächsten Mal kaufen wird es nochmal verdoppelt und nicht verdreifacht. Also, hä?
Warte ich, dass man im Party hat, beim ersten Kauf mal 2, beim zweiten Kauf mal 4, beim dritten Kauf mal 8, beim vierten Kauf mal 16 und so weiter. Also dass praktisch immer der aktuelle Wert verdoppelt wird und nicht der Anfangswert immer weiter verdoppelt wird. Weil das würde bedeuten, dass man praktisch nach 20 Kaufen gerade mal 21 Wochen Schaden hat. Wenn es aber jedes Mal wirklich komplett verdoppelt wird, dann hätte man nach 20 Mal Kaufen bereits den 1-Millionenfachen Schaden. Den Millionenfachen Schaden. Genau, das nach 20 Mal kaufen wäre das 1.048.576. Ja, das nenne ich mal heftig. Ich meine, gut, auch schon nach 10 Mal kaufen hätte man schon einen Faktor von 1024. Also, das geht auch schon. Ne? Also, ne, darf man jetzt nicht abwerten. So, ach, unser netter Herr Armenhopp kommt als nächstes. Ist ja auch nett, dass er mal zu Besuch kommt. Haben wir schon lange vermisst, die Typen. Gucken wir mal, was wir mittlerweile jetzt leisten können. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Das hier auch. Ach, alles Schwachsinn. Ah, was wollte ich denn da? Hä? Was mache ich hier gerade? So, danke. Ah, wow, Metalldetektor. Bringt erstmal nicht allzu viel und ist mir auch dafür ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Von daher lasse ich das erstmal. Der gibt uns nur sein eigenes zurück. Wenn ich nur wüsste, wer nochmal der war, der auch den kritischen Schaden erhöht. Oder waren es bereits hier die. Ne, das müssten zwei gewesen sein. Einmal um 0,5 und dann müsste noch einer so 0,5 erhöhen. Wer war denn das? Was wäre da oben? Ja gut, das. Ah, okay, die beiden waren das. Gut. Heißt also, wir dürfen da auch schon alles haben. Dass der Click-Damage auch schon hoch ist. So, mal zu, auf Level 2. Da schaut ihr mal zu. So. Armenhopp, der kleine Terrorist, wollte ich gerade sagen. Der kleine, Gott, wie heißt die Typ nochmal? Mumia? Mumia? Genau, Mumia. Mumia ist das richtige Wort. So. King Media vielleicht noch wichtig. Aber zu teuer. Schade eigentlich. Ach genau, bei dem war das. Bei dem haben wir das berechnet mit knapp unter 3. Genau, der bekommt nämlich, glaube ich, auch 4-mal das mit dem 25. Ne, 3-mal 25 und das nächste ist dann, glaube ich, 30% oder sowas. Oder 35%, also auf jeden Fall etwas mehr. Und genau, das hatten wir nämlich bei Google eingehackt und da kamen wir dann auf insgesamt Faktor von 2,95 oder sowas. Also knapp unter 3. Oh, der nächste Lust ist schon da. Ah, den schaffen wir noch gar nicht. Doch, nein, das schaffen wir nicht. Nie im Leben. Da können wir direkt mal einpacken. Weil wir auch gerade keine Skills zur Verfügung haben. Tja, dann würde ich mal sagen, dann hören wir an der Stelle am besten. Ich meine, Matsu können wir gleich auf Level, also ein Level erhöhen, aber das dürfte nichts bringen. Das bringt einfach mal absolut gar nichts. Wie sieht es denn mit dir aus? 2E16. Das dauert auch ewig. Wir kriegen pro Gegner, ja, doch, wir kriegen gerade mal pro Gegner ein. Da würden wir ewig, wenn es nicht gleich ein Fisch kommt, dann sieht das eher schlecht aus. Höchstens könnten wir hier König Medias den mal anheben, dann haben wir nämlich. Achso, siehst du? Achso, halt, nein. Wer war denn das mit dem. Das Ding hier? Preolilala, Prela, Pralala, Pre. Die Dame? Achso, und hier war das. So. Kriegen wir nämlich für die nächsten Gegner mal so doppelt Geld. Das haut. Ah, ein Fisch! Ah, war doch klar. Oh, schon können wir ihn uns leisten. So, mit dem könnten wir den nächsten Boss tatsächlich auch besiegen. Ja, das sieht doch besser aus. Das sieht doch gleich viel, viel besser aus.
Dann haben wir Level 80 auch schon geknackt. Alter, das wird ein riesiger. Alter, wie lange nehme ich denn schon auf? Die Aufnahme muss da schon so lang sein wie mein Bart. Oh, 4,5 Gigabyte. Ja, das ist tatsächlich. Ich denke mal, wir sollten Feierabend machen. Die Aufnahme geht schon fast eine Stunde. Holy fuck. Holy fuck. Warum nehmen wir so lange auf? Was machen wir? Sind wir behindert? Aber ich bin gerade schon wieder so im. Ne? Ich will halt spielen. Scheiße. Ich will weiterspielen. Oh, ich bin gerade so drin. Na komm, Level 100. War noch, ne? Level 100. Ich meine, das ist ein Witz. Also, ich meine, wir haben schon bis Level 80, ne? Da kriegen wir die restlichen 20 Level auch noch mit der Mittelleichtigkeit. Dann warten wir am besten. Wir spielen am besten einfach noch so lange, bis wir die beiden Golddinger hier noch bekommen, ne? Also sind gerade noch 2 Stunden oder so, das geht noch. Ja, dann machen wir einfach mal hier so ein komplett Deep One, einfach mal bis Level 300. Ich meine, wäre es mal eine Idee, aber nicht für heute. Definitiv nicht für heute. Das können wir irgendwann mal als Special machen, wenn ich ganz, ganz viel Langeweile habe. Und das sieht bisher nicht unbedingt so aus. Die sind auch gleich wieder fertig. Sehr schön. Dann können wir den Boss bei 85 auch noch schaffen. Und dann mache ich aber definitiv erstmal Feierabend. Das sollte auch reichen. Ganz ehrlich. Das heißt, ich werde dann offline versuchen, ihn hier hoch zu leveln. Beziehungsweise ich mache einfach komplett wieder weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja. Dann können wir also dann danach dann mal heute Abend schauen, wie weit ich dann schon gekommen bin. Und hoffen, dass wir jetzt mittlerweile, wir haben ja hier ein bisschen hochgelevelt. Wie es denn jetzt so aussieht mit den Hero-Scholz, die wir bekommen. Ich meine, wir hatten davor plus 60% oder sowas, heißt also 1,5 Faktor. Und deshalb war Faktor von 3, wir sollten also doppelt so viele Hero-Scholz bekommen. Das Problem ist halt, wir brauchen aber auch nicht Hero-Scholz, weil die werden halt immer teurer. Da führt nichts dran vorbei. Und leider wird von ihm der Effekt nicht größer. Ich meine, von ihm wird der Effekt, glaube ich, immer größer. Ne, auch nicht. Immer 30%. Pro Level immer 30%. Schade. Ja, eben. Wenn immer teurer, der Effekt wird aber gleich. Bei denen ist das, glaube ich, anders. Die müssten. Ne, die haben auch immer eine 50 Level dazu. Also auch immer gleich bleibt. Ja. Wenn also immer teurer, der Effekt bleibt aber, ist aber linear. Das ist natürlich unfair. Ne? Die Kosten explodieren, aber der Nutzen nicht. Im Gegenteil, der Nutzen implodiert sogar. Oh, wir sind hier bereits beim nächsten Boss. Warum sagt ihr das denn keiner? Schaffen wir den so? Ja, doch, schaffen wir. Gut, dann machen wir danach auch einen besten Feierabend und ich verabschiede mich denn dann. Dann würde ich mal sagen, ja, ne? Ciao mit V. Ja, doch.